durch die Gardinen kommen wunderschöne Sonnenstrahlen. Es ist ein Hammertag. Und ich sage damit, hey ho, Fortnite-Freunde. Ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen, Freunde. Und zwar, ich bin hier gerade am heutigen Video dran. Und ich möchte euch gerne vorher erklären, was wir da heute machen. Eigentlich wollte ich cool sein und das hier an der Tafel machen, aber man sieht da links schon, das spiegelt sich richtig krass. Das heißt, wenn ich hier vorgehen würde, dann wird man mich sehen. Ich habe aber auch gerade, ihr hättet eh keine Chance, denn ich habe gerade, Moment, kann ich das irgendwie zeigen? Ich habe mir hier gerade sowas aufgesetzt, damit wirklich, falls es irgendwo eine Spiegelung gibt, dass ihr dann nicht irgendwie etwas seht oder so. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich heute vorhabe. Und zwar Fortnite Bed Wars, Freunde. Hammer wird das, Hammer. Ich habe da auch schon ein paar Folgen von voraus aufgenommen und zwar findet das Ganze in der Spielwiese statt. Also, ihr seht hier ein weißes Blatt Papier. Wir machen das wie folgt. Es gibt zwei Basen, ne? Hier machen wir die eine Base hin, da die andere, die stabilisieren wir. Die ist aus Stahl, Freunde, ganz wichtig. Denn bei Fortnite Bed Wars darf man Stahl nicht zerschießen. Stahl darf man nicht zerschießen, deswegen werden hier so Treppen angebracht und so auch zur Stabilisierung. Eine Mitte, die haben wir uns auch gebaut. Jede Seite hat ein Shopping Cart, Freunde. Und wenn man das Shopping Cart des Gegners zerstört, dann darf man nicht mehr respawnen. Wenn man ihn umlegt, irgendwie meinetwegen, weil man sich hier rüber gebaut hat und dann in der Luft ihn gekillt hat. Übrigens, beide Seiten haben die gleichen Waffen. Heute zum Beispiel spielen wir mit der Salvenwaffe und mit einer, glaube mit der Tactical. Ich guck mal kurz. Das war, nee, die Pump. Auf jeden Fall ist es dann so, wenn man sich halt umlegt und respawnt in der Spielwiese, hat man dann ja so 13, 14 Sekunden, bis man wieder gelandet ist. Und ich warte so lange an dieser Stelle. Wenn er respawnt ist, also wie er hier in seiner Base steht mit seinen Waffen, dann darf ich weiter voranpushen und versuchen halt, seinen Shopping-Cart da hinten zu bekommen. Das ist so das ganze Spielprinzip. Oh, ich muss euch was noch zeigen, bevor die Folge losgeht, Freunde. Ich muss euch noch was zeigen. Das ist ein richtiges Kackteil. Das soll angeblich kühlen, aber kühlt für so, also so für einen Raum entsprechend so gut wie gar nicht. Und deswegen, ganz dem Gummimod entsprechend, werden wir das Ding heute mal entsorgen. Und oh, ich muss euch noch was zeigen. Leute, wenn ihr schon mal hier seid, es ist der dümmste Kauf gewesen in diesem Jahr, den ich auch direkt zum Beginn des Jahres getätigt habe. Das ist ein Metalldetektor. Oh, da ist es an. Leute, ich habe ihn angeschaltet, den Metalldetektor. Ihr hört schon, da ist Metall, also hat er schon richtig aufgespürt, nur was merkwürdig ist. Er sagt mir zum Beispiel, jetzt ist Metall unter mir. Das ist ein Teppich. Weil meine Idee dahinter war, da war ich mit ein paar Leuten im Teamspeak, unter anderem auch Dompra, der heute mit im Video ist. Ich hatte so die Idee, yo Alter, lass mal einen Metalldetektor holen, damit in den Wald und so schatzsuchermäßig Sachen da ausgraben. Wäre bestimmt voll spannend so für Videos. Und ich finde die Idee irgendwie so creepy, damit in den Wald gehen und dann düdü. Ich konnte mich jetzt noch nicht so richtig da überwinden und deswegen bin ich noch ein wenig am Schauen, ob ich das machen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Ja, wie gesagt, Fortnite Bed Wars, darum geht es heute im Video. Ich muss aber unbedingt jetzt nochmal ganz kurz um dieses Kühlsystem kümmern. Oh nein, es kippt mir über. Oh nein! Soll ich das Ding zerstören? Okay. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. So, Mission erfüllt. Jetzt geht es aber weiter mit dem eigentlichen Video, Fortnite Bed Wars. Viel Spaß, Leute. So, Freunde, da sind wir auch schon in der Runde. Und jetzt würde ich sagen, geht es auch schon los. Dompra, viel Erfolg. Das ist die allererste Runde von Fortnite Bed Wars. So. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Okay, er baut erstmal direkt, Ja, damit du mich nicht abschießen kannst. Natürlich, also so. natürlich. Ich verfolge eine andere Strategie gerade so ein bisschen. Keine Ahnung, ich habe mir erstmal direkt die Mitte gesichert hier. Ich bin schon vorangerückt. Aber, ist dein Bett eingebaut? Mein Bett? Nee, aber ich gehe eh davon aus, dass du hier gar nicht rüberkommst. So, komm mir nicht näher hier, ich sag's dir. Du hast aber auch nicht so viel Munition, ne? Ja, wir beide. Das ist so das Thema, ne? Wir haben nicht so viel Munition und das Holz geht auch irgendwann aus. Oh! Ah, verdammt. Oh! Ja! Boah! Ich fass es nicht. Welche Strategie? Ich muss das sichere bauen. Welche Strategie hast du denn? Ich muss jetzt so wie ein Ultra-Bedwars-Schwitzer hier so Einzelwege bauen am besten. Oh mein Gott! Nein! Ja. Ah. So, da bin ich respawned, Freunde. Und jetzt muss ich natürlich hier auch meinen Kart schnell einbauen, aber ganz schnell. Oh nein, da kommt auch schon. Habe ich schon Schaden gemacht? Nee, noch nicht, hast du nicht, nicht getroffen. Komm mir nicht näher. Zack! Oh nein. Das war's dann auch schon wieder mit dir komplett. Kann weitergehen. Okay, auf geht's, weiter geht's. Jetzt pushe ich zurück hier. Das war ja schon mal ein einfaches Unterfangen. Ich wollte schon sagen Bett, aber mein Shopping-Kart ist ja auch schon mal schön eingebaut. Oh! Ne!
Oh mein Gott. Was? Geh weg von meinem Bett. Geh weg von meinem Bett. Oh mein Gott. Nein. Zum Glück habe ich es eingebaut. Oh, verdammt. Das war so spannend. Ganz knappe Nummer. Ganz knapp. Gut gemacht hast du das. Bist respawned. Okay. Ich alles bin respawned. Ich schau nochmal. Oh, das rutscht hier gleich runter, Schaufelkern. Zack. Und zack, jetzt ist es etwas besser eingebaut. So, damit das hier nicht wie eben da nochmal passiert. Aber irgendwie habe ich hier gerade ein Problem. Und zwar, es ist mir jetzt viel zu unübersichtlich gerade geworden hier auf meiner Insel. Ich muss hier mal auch was abreißen. So, oder ich mache was anderes, Freunde. Oh ja, ich kann ja editieren. Ich editiere meine Holzfläche ein bisschen anders. Dann mache ich daraus einfach hier so einen kleinen Schutzbunker quasi. Baust du gerade dein Bett weiter ein oder was machst du? Jo. Also du machst bestimmt ein megas Labyrinth oder wie? Das ja, mega Labyrinth. Ich muss das ein bisschen sicher machen. Oh Mann ey, der Weg ist hier auch komplett zerfetzt. Oh, ist das hier eine Unordnung? Nein! Geh weg! Ja! Nein. Wie kommst du so schnell auf meine Seite die ganze Zeit? Gut, du bist respawned. Weiter geht's. Auf geht's, jo. Auf geht's. Ja, dieses Mal, ich verstehe schon, wie man jetzt langsam hier spielen muss. Ich verstehe langsam, Domper. Was machst du? Wie kommst du? Oh, ich will unbedingt den Shopping-Cut zerstören. Mann. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Hä? Wie konnte denn der Schuss nicht ankommen? Oh, oh. Nein! Und ich bin respawned. Weiter geht's. Ich auch. Du bist gerespawned. Sehr gut, Topper. Sehr gut. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Wir haben auch natürlich, wir haben gerade nochmal Materialien hier bekommen. Wir haben uns schon gerade überlegt, so für die nächste Folge, Freunde, machen wir eine Materialienfläche aus Stein auf der jeweiligen Eisenplattform. Also als kleine Verbesserung. Man lernt dazu. Hä? Nein! Und dein Einkaufswagen ist kaputt. Nein! Aber dass du mich nicht gesehen hast. Ich hab dich nicht gesehen, ich dachte, du bist doch da hinten. Oh, du gehst zu mir. Verdammt. Ist mir auch egal, dass mein Einkaufswagen kaputt ist. Oh nein. Aua, aua, aua. Wo bist du? Ich bin bei deinem Shopping-Cart. Fast. Oh mein, oh mein Gott. Wo bist du? Wo bist du? Dobra. Oh mein Gott! Wo bist du? Und, ich bin an deinem Shopping-Cart! Nein! Yeah! Ey! Sehr gut gespielt! GG, oh Dobra! Das war so knapp, ich hab's fast zerstört. Das, und na gut, da hatte ich 2 HP oder so. Ja, und dann hätte ich dich ja noch killen müssen. Meine Güte, das war mal richtig lustig hier. Die erste Runde Fortnite Bed Wars. War echt richtig cool. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Dann werden wir auf jeden Fall noch eine Folge davon aufnehmen. Vielleicht dann auch mit Teams. Dann machen wir nächste Folge vielleicht mit 4er Teams, also 2 pro Team. Und wenn ihr keine Folge davon verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich werde öfter auf meinem Kanal solche Formate bringen. Ich habe noch ganz viele Ideen im Petto, die jetzt noch nach und nach kommen auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Nee, ich mach so. Ein GG. Ja, mach ruhig den Loser-Tanz. Ich mach ein GG. Und zünd eine Wunderkerze an. GG. Also, haut rein und tschö mit Öl.